Wir befassen uns nun mit einem Beispiel aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung, nämlich die Wahrscheinlichkeit für eine Mädchengeburt. Das ist das Beispiel 1498. Im Jahr 2014 wurden in Österreich insgesamt 42.162 Buben und 39.560 Mädchen geboren. Die Aufgabenstellung jetzt lautet: Geben Sie anhand dieser Daten einen Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit an, dass ein in Österreich geborenes Kind ein Mädchen ist. Ein guter Schätzwert hierfür ist die relative Häufigkeit. Das heißt, wir werden hier die relative Häufigkeit bestimmen, nämlich die relative Häufigkeit, dass ein Mädchen geboren wird. Diese relative Häufigkeit können wir bestimmen, indem wir die Anzahl der Mädchen durch die Gesamtanzahl dividieren. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt, wenn wir uns nur die Mädchen ansehen, 39.560 Mädchen und insgesamt wäre es Mädchen oder Bube. Das heißt, wir haben 42.162 plus 39.560 zu rechnen. Hierfür wird man aller Voraussicht nach einen Taschenrechner verwenden und wenn wir das machen, bekommen wir ca. 0,48 und dies entspricht 48%. Das heißt, der Schätzwert für die Wahrscheinlichkeit werden eben 48% sein.